Craig MacLean lieferte 2005 mit Wolf Creek sein Spielfilmdebüt ab und erschuf einen Film, der eine große Fanbase, eine Fortsetzung und eine Serienadaption nach sich zog. Die Fortsetzung Wolf Creek 2, die habe ich mir jetzt vor kurzem angesehen und über die möchte ich heute mit euch reden. Los geht es nach dem Intro. Der australische Filmemacher MacLean dürfte den meisten wohl als Regisseur von den Wolf Creek Filmen bekannt sein, aber 2017 hat er unter anderem auch das Survival-Drama Jungle mit Daniel Radcliffe inszeniert, in dem der ehemalige Harry Potter Darsteller mit guter schauspielerischer Leistung brilliert. Deshalb ist nebenbei erwähnt auch Jungle von mir so ein kleiner Geheimtipp und ist für mich auch Grund genug zu behaupten, dass MacLean sein Handwerk durchaus versteht. Wolf Creek erschien, wie eben schon erwähnt, 2005 und wir mussten sage und schreibe 8 Jahre warten, bis wir eine Fortsetzung spendiert bekamen. Somit erblickte Wolf Creek 2 2013 das Licht der Welt und begeisterte viele Fans auf ein neues. Mir persönlich blieb dieses Vergnügen lange verwehrt, denn bis dato hatte ich die Wolf Creek Filme tatsächlich noch nicht auf dem Schirm gehabt und als ich vor kurzem bei Olli Anker zu Besuch war, hatte auch ich das Vergnügen, in die Welt von Mick Taylor einzutauchen. Mick Taylor, der wird in Teil 2 wie schon im Vorgänger von Sean Sherratt verkörpert, der auch in der Serienadaption, die nach Teil 2 erschienen ist, abermals in die Rolle von Mick schlüpfte. Dabei ist Sherratt die Rolle von Mick wie auf den Leib geschnitten, mit einer gewissen Gleichgültigkeit und mit etwas derbem Humor bespickt, kommt das Psychopathische von Mick jederzeit glaubhaft rüber. Aber worum geht es in Wolf Creek 2? Die Geschichte ist relativ schnell erzählt, denn wie von einem solchen Genrefilm erwartet, fällt die Geschichte nicht besonders ausgeklügelt aus. Wir begleiten in der Geschichte immer noch Mick, der durch die australische Ödnis streift und seinem Beruf als Schweinejäger nachgeht. Nebenbei schlitzt er ab und zu mal ein paar Touris auf, die seiner Meinung nach nicht würdig genug sind, das australische Outback zu durchqueren. Wir haben also hier diese Gruppe junger Menschen, die in die Fänge von Mick gerät und mehr oder weniger um ihr Überleben kämpfen und versuchen zu entkommen. Aber wer Mick kennt, der weiß, entkommen ist keine Option. Jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, dass Wolf Creek in eine Kategorie Film fällt, welche durch geringes Budget finanziert, ermöglicht und realisiert wurde. Gerade die Wolf Creek Filmreihe wurde durch private Finanzierungen hauptsächlich ermöglicht und durchaus sind das auch welche der größten Privatfinanzierungen im australischen Film gewesen. Das lässt natürlich die Frage aufkommen, ob wir hier nicht doch wieder mal einen 0815 Horrorfilm mit billigen Effekten und lahmen Dialogen spendiert bekommen. Aber bei Wolf Creek 2 kann ich da Entwarnung geben, denn auch wenn wir hier nicht die besten Dialoge haben, kommen diese aber mit einem gewissen Charme und Witz daher und der Film selbst bewegt sich für diese Budgetkategorie auf technisch sehr hohem Niveau. Auch die Kamera hat sehr gute Arbeit geleistet. Ja, das Kamera-Equipment war dabei sehr gut. Die Blu-ray bietet durchweg ein sehr gutes Bild. Die deutsche Synchronisation, die kann sich auch hören lassen, was auch nicht immer so der Fall ist bei dieser Art Film. Ja, auch die deutsche Synchronisation fand ich persönlich sehr gelungen. Wir haben viele handgemachte Effekte, die sich wirklich sehen lassen können und dem Film zugutekommen. Wir haben wenige CGI-Effekte, die aber auch in dieser Preiskategorie sehr gut umgesetzt waren. Und der Film baut permanent einen gewissen Spannungsbogen auf und macht meiner Meinung nach alles richtig und muss sich vor teureren Produktionen nicht verstecken. Somit kann ich Wolf Creek 2 jedem Horrorfan nur ans Herz legen und ich persönlich freue mich schon drauf, die Serie und Teil 1 einer Erstsichtung zu unterziehen. Wir haben bei Olli damals mit Teil 2 angefangen, weil dieser Olli besser gefällt und er hat auch gemeint, man muss nicht unbedingt Teil 1 zuerst schauen, um Teil 2 sichten zu können. Deshalb haben wir mit Teil 2 angefangen und der hat mich wirklich überzeugt. Wolf Creek 2 ist durchaus ein sehr guter Backwoods-Slasher oder soll ich wohl eher sagen ein Outback-Slasher, der sich sehen lassen kann. Für die volle Punktzahl reicht es bei mir aber dennoch nicht, denn die Story war mir dann doch etwas zu extrem flach. Aber wie gesagt, es ist ein guter Horrorfilm, den man sich auf jeden Fall mal ansehen sollte. Ja, das war meine kleine Review, meine Meinung zu Wolf
Wolf Creek 2. Kennt ihr die Wolf Creek Filme? Kennt ihr die Serie? Schreibt mir eure Meinung zu dieser Review, zu den Filmen, zu der Serie unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst mir doch gerne mal ein Abo da. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao. We'll be right back.